Hallöchen, liebe Schrauberfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier für den Trabi 601 Deluxe mit den Ausgaben 29 und 30. So, warum geht es nicht mit der 28 weiter? Grund ist der, wir haben in der Ausgabe 28 die Teile dafür drin, den Beifahrersitz einmal miteinander oder quasi die Lehne und den Sitz miteinander zu verbinden und das Ganze später am Bodenblech zu befestigen. Und ich dachte mir, komm, da in der Ausgabe 31 derselbe Schritt nochmal für den Fahrersitz kommt, mache ich jetzt zuerst die Doppelfolge für den Fahrersitz und danach machen wir nochmal eine Doppelfolge, sprich mit Ausgabe 28 und 31, wo wir dann beide Sitze am Bodenblech befestigen. Also, ich hoffe, ihr kommt mit den Folgen jetzt nicht durcheinander, sondern schaut es einfach so, wie ich es euch zeige. Und ja, habt Spaß dabei, viel Spaß beim Nachbauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen, ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Also, kommt einfach mal ein Stück ran und dann kriegen wir hoffentlich den Fahrersitz heute ohne Fehler hin. Nicht denselben wie beim Beifahrersitz. Okay, so, wir gucken uns kurz die Teile an. Ist ja eigentlich nichts Neues dabei im Vergleich zum letzten Mal. Wir haben wieder diese zwei Metallbügel hier, die wir hier einmal an die Sitzschale anbauen werden. Dann Polster hier drauf, Teil hier rein und alles ist gut. So, schon mal die Schräublern rausholen. Meine Hoffnung ist die, dass jetzt diese Bügel hier etwas besser sich reinschrauben lassen als die beim Beifahrersitz. Da ging immer nur eine gut und die andere hat durchgedreht. So, jetzt muss ich mich aber trotzdem erstmal wieder eingucken, wie das hier funktionierte. So, die haben das Teil so rum, dann das Teil so. Und das soll dann jetzt hier so eingesetzt werden. Ach stimmt, jetzt weiß ich, was ich gemacht habe. Ich habe hier immer einen Tropfen Klebstoff dran gemacht. Dass die Teile erstmal verbinden und dann habe ich die Schrauben drauf gesetzt. Genau, so machen wir das auch hier wieder. So, dann nehmen wir uns jetzt den Bügel, setzen den hier einmal auf. Also ihr könnt es natürlich auch ohne Klebstoff machen, ich für mich persönlich mache es mit. So, selbe Spiel wiederholen wir nochmal auf der Seite. So, wir nehmen uns wieder den Bügel, setzen den hier einmal ein. Gut, kommen wir zum nächsten Schritt. Wir brauchen das Polster. Stoßen jetzt hier einmal die ausgestanzten Löcher durch.
die Folie ablösen. Also, ich weiß nicht, was die für Klebstoff hier verwenden, aber der ist so extrem stark, das ist der Wahnsinn. Wenn ich das jetzt nur hier so halte, laufe ich jetzt schon Gefahr, dass hier der Gummi abreißt. So stark ist der Kleber. Das ist mir beim letzten Sitz an einer Stelle passiert. Oder war das beim Sitz? Ich weiß gar nicht mehr. Da habe ich die Dinger hier rausgemacht. Und das ist, eins ist hier ein bisschen am Finger kleben geblieben. Dann wollte ich das abmachen, da ist der Schaumgummi abgerissen. Und dann hatte ich immer noch das Klebeding da an meinem Finger dran. Halt, bevor ich es festmache, habe ich es jetzt richtig? Ja. Das soll hier so drauf. Das wäre natürlich eine cool, wenn wir es genau mittig drauf kriegen, dass die Löcher hier konform liegen. So, jetzt passt das. Jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch genau den Gummi hier einmal drüber setzen. So, und das war's dann für den Teil. Dann können wir uns jetzt der Ausgabe 30 zuwidmen. So, wir nehmen uns hier das Teil einmal raus. Obwohl, eigentlich können wir es da liegen lassen, oder? Nee, doch, wir nehmen es erstmal raus. Und so wie gesagt, sonst laufe ich nämlich gleich wieder Gefahr, dass ich das Gummi hier in den Schaumstoff hier in den Gummi einklebe. So, also. Wir haben hier zweimal EP-Schrauben und eine Menge AP-Schrauben. Dann hier zwei von diesen Halterungen wieder und drei Teile bzw. vier Teile für die Rückenlehne. So, wir sollen als erstes hier oben wieder zwei Teile ausstechen. So, das soll dann jetzt hier drauf, nee, hier drauf. Oder? Habe ich es diesmal richtig rum? Das Teil gehört hier rein und hier ist, glaube ich, der Gummi drauf, ne? Ja. Irgendwie sieht das Teil bei denen anders aus. Ah, so rum. Ja, dann habe ich es ja doch richtig gehabt bei dem anderen Sitz. Dann hatte ich es ja doch richtig. Weil da habe ich ja nämlich den Gummi hier reingeklebt. Und der Gummi soll ja hier drauf, aber es ist ja im Endeffekt genau dasselbe Resultat. Naja, egal. Ich mach das jetzt so, wie es da abgebildet ist. So. Dann soll das jetzt hier rein. Genau so, und dann die Gummilaschen sollen alle drüber liegen. Dann
bauen wir als nächstes jetzt hier unten die zwei Winkel ein. Die stecken wir bloß hier unten wieder in diese dafür vorgesehenen Löcher und machen die mit zweimal AP-Schrauben fest. So, und dann setzt man das Ganze jetzt noch hier einmal rückwärts drauf. Setzen jetzt hier oben die zwei EP-Schrauben ein und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal AP-Schrauben. Ja, Lieben, damit sind wir schon wieder fertig für heute. Wir haben jetzt hier die zwei Großteile für den Fahrersitz gefertigt oder beziehungsweise zusammengesetzt. Und ja, zu meiner Verwunderung habe ich es ja eigentlich im letzten oder beziehungsweise im Beifahrervideo ja eigentlich doch richtig gemacht. Ne? Lediglich, dass die Klebeseite von dem Schaumgummi auf dem Bezug ist, ne? Und jetzt ist sie auf der Plastik. Also im Endeffekt habe ich es ja richtig gemacht. Also kann ich mir, klar ist man natürlich nicht nach Bauanleitung, aber was soll's. Also alles richtig gemacht, nur halt anders, ne? Nicht falsch, sondern anders. Ja, und dann können wir uns in der nächsten Folge um die, ja, als Doppelfolge um den Einbau dieser zwei Sitzschalen auf das Bodenblech drauf konzentrieren. Und damit haben wir dann die aktuelle Monatslieferung dann quasi im nächsten Video auch fertig. Also, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dazu wieder einschaltet und ja, bis dahin viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.